Einen Feuergott gibt's nicht mehr, den habe ich nämlich erstmal gelegt, weil ich so krass bin. Damit erstmal willkommen zurück zu Hellblade. Da muss er selber lachen, ne? Ja, das war seine Arena und hier geht's auch nicht weiter. Können wir uns gerne nochmal kurz angucken. Sieht man ja, hier ist nichts, da war sein Thron. Alles hübsch hier aufgestapelt mit Leichen, fantastisch. Ich bin nicht zur Leiche geworden, zumindest nicht übermäßig. Ich habe ja immer noch Sorge mit meiner Fäulnis hier, obwohl die noch gar nicht so wirklich vorangeschritten ist an meiner Hand. Obwohl ich ja schon ein, zwei Tode außerhalb der unvermeidlichen Cutscenes gelassen habe. Aber jetzt kommt was Lustiges. Jetzt habe ich gedacht, ich muss ja den ganzen Weg wieder zurücklatschen, um zu der anderen Tür zu kommen, für den anderen Gott. Und dann bin ich doch in der letzten Folge hier hoch, ne? Und ich wollte hier wieder zurückgehen. Und jetzt stellt sich raus, mit Neuladen des Checkpoints komme ich hier gar nicht durch. Jetzt habe ich gedacht, na toll, wie geht denn dann das Spiel weiter? Aber der Trick ist, das war letzte Mal ein Glitch. Ich soll hier gar nicht durch. Ich habe es jetzt mal eben zwischen den Aufnahmen rausgefunden. Es hat sich tatsächlich da was aufgetan, wo vorher zu war. Und nebenbei bemerkt, wo ich gerade renne, mir ist noch was aufgefallen. Leute, guckt mal, wenn ich nach... Muss ich gar nicht rennen. Doch, muss ich für rennen, also beschleunigen. Wenn ich nach rechts mich bewege, dann läuft sie. Also mit der Brust nach vorne sozusagen ein bisschen. Wenn ich mich nach links bewege, macht sie diesen Hüpfer. Nach hinten macht sie den auch, der ziemlich cool aussieht. Aber daran erkennt man ja, dass das Ganze tatsächlich für Rechtshänder ausgelegt ist, ne? Und ich wüsste nicht, dass man hier einen Schulterwechsel machen könnte, was natürlich ein bisschen schade ist für Linkshänder. Also Barrierefreiheit. So, und hier geht's dann jetzt weiter. Hier bin ich vorher nicht reingekommen. Until she too could see what he saw. Ja, also hier bin ich ursprünglich mal angekommen und da war dieses Tor noch zu. Da hat mich jetzt die Orientierung etwas im Stich gelassen, so war das. Ja, also Barrierefreiheit sieht anders aus, ne? Wenn nicht mal ein Schulterwechsel drin ist, fast schon ein bisschen schade. Und was man auch gar nicht vergessen darf, ich habe es noch überhaupt nicht thematisiert, aber sie ist als Charakter auch sehr nah dran an der Kamera, ne? Renn mal ein bisschen. Ich hoffe, dass nichts mehr passiert. Field of View weiß ich jetzt nicht, ob man das ändern kann. Nee, ist der falsche Weg. Das ist, oder? Hier habe ich ja dieses Feuer irgendwann mal gemacht. Mal jetzt nicht nochmal. Es speichert, wenn ich hier reingehe. Okay. Naja, warum nicht? Aber, wo kam ich denn mal her? Von da oben kam ich. Ja, hier ist alles ausgedörrt und verbrannt. Das sieht nicht wirklich lebensbejahend aus. Wäre cool, wenn es hier speichern würde. Aber hier tut's das nicht, nur als ich da in an diese Feuerstelle gelaufen bin. Ich habe keine Orientierung. Ich bin aber hier schon mal durch. Ich muss hier schon mal durchgegangen sein. Wenigstens haben wir einen schönen Tag und kein Mistwetter, ne? Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Im Grunde bin ich ja unsterblich. Ich meine, ist man ja als Videospielcharakter sowieso immer. Aber hier ist es sogar Teil des Konzepts, ja, dass ich mehrfach sterbe. Hm, interessant. Oh, da ich sehe da eine gewisse Körnung gerade. Also die ist jetzt auch live da. Seht ihr vielleicht auch. Ja, und jetzt geht's... Oh, ach, herrje. Na toll, der schlägt ja schneller zu, als man kicken kann.
gleich wieder der nächste rechts oder links. Ich ahne es doch schon. Der sieht ein bisschen größer aus, der Typ. Oh, ich war schneller. Wenn du nicht zum zweiten Schlag ausholst, dann mache ich dich direkt so. Ah, toll. Zwei Fuzzis. Ich weich mal lieber aus. Jetzt kommt doch gleich der nächste hier. Ich mach die leichten Schläge. Ah, shit. Ach so, stimmt. Jetzt merke ich das ja erst. Wenn dieses Fokusding angeht, dann kann ich die Zeit verlangsamen und schon mal hier ein bisschen zuhauen. Jetzt sind es drei. Ach du Scheiße. Oh, das ist ja fies und ich kann halt die Kamera nicht drehen. Das Gute ist, man kann wirklich jederzeit in den Abwehrmodus gehen, ja, auch wenn man gerade im Angriff ist. So, jetzt hier noch schnell ein bisschen Fokus, dann können die gar nichts machen. Oh, der hat ein Schild. Ist der neu? Bist du neu? Oh. Muss ich dir dein Schild erst... Zack. Oh, ich hab eine Ahnung. Wir machen mal Fokus. Ach nee, ich kann ja nicht um den rumgehen. Egal. Krieg ein paar Schwere jetzt. So. There must be another test. Valravan is magic. If she wants to open magic, the gate, she'll see. Challenge Valravan. Uah, ich muss mich konzentrieren. Ja, was nicht so optimal ist im Kampfsystem, dass du bei mehreren Gegnern dir keinen Überblick verschaffen kannst, weil die Kamera überhaupt nicht drehen kannst. Muss ich jetzt echt mal kritisieren. So. Gut, was haben wir denn hier alles? Da ist was. Da oben, oder? Kann ich doch aktivieren. Per Fokus. Oder? Ja. Geh mal näher ran. So. Ymir was a frost giant. A being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife. And they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods. The old father. Okay, hier geht's weiter. Und es wird dunkler, habe ich so das Gefühl. Wolkiger. Hopp. Das Pling war bei mir, Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Ja, ich fokussiere mich. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Aha.
Es geht um Illusionen. Dann ist das also gar keine massive Wand, sondern ich gehe einfach durch. Toll. So viel zum Thema Illusion. Okay, ich bleibe irgendwie in so einer Art Fokusmodus. Oh, da ist ein Tor. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Geht's hier überhaupt weiter? Hier geht's ein bisschen hoch. Ach, da mal. Da unten wäre es nicht weitergegangen. Ja, und wo ist die Illusion? Jetzt wird da bestimmt gleich was passieren. Ups. Wenn ich jetzt von der Seite reingucke, sehe ich was anderes oder so. Ja. Cool. Türchen ist offen. Mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Sieht schick aus. Da geht's vermutlich nicht raus. Dann hoch. Baut sich was zusammen, wettertechnisch. Wieder kämpfen. Schon ganz andere deiner Art erledigt. Hm? Machst du was? Ja, diese zwei Schwinger, die sind immer... Die sind immer eine Herausforderung. Ja, der war doch schon wieder nicht zu sehen. So, jetzt gibt's die. Jetzt ein paar hintereinander hier. Oh, da ist ja noch einer. Ich muss sagen, Fokus hält erfreulich lange an. Den habe ich jetzt hier in der Ecke. Pass auf. Ah, ich zuerst. Ja. Das ist aber auch im letzten Moment so ein Watch-out gewesen, ne? Du machst mir gar keine Angst. Hihi. It's nearly over. Finish it. Oh, wo, oh, wer? Ist doch finished. Okay. She will find what she's looking for.
Okay, dann scannen wir mal das nächste. Oh, das muss ich finden. Valravens power of illusion comes from ravens. Allein the ravens to break his magic seal. Nee, das ist... Das passiert auch wieder mit dem Tor. Mit dem Illusionstor, oder? Sieh dich um, jetzt ist alles anders, heißt es da. Ja, ich geh mal hoch, ne? Das macht sie übrigens automatisch. Das ist ganz praktisch. Oder muss ich es doch finden? Hier ist ja so Zeug. Mal gucken, jetzt bin ich hier oben. Oh, ah, ich muss das zusammensetzen. Haben wir's? Kommt, jetzt lass das mal gelten hier. Da fehlt noch was, kann es sein? Unten links. Ah, muss ich anders. Moment. Ich hab's falsch übereinander gelegt. Da muss die Mitte frei sein. Mann, wie kann man denn so pingelig sein? Das ist doch das Zeichen. Komm schon. Hä? Also da stimmt doch was nicht, sorry. Ist doch schon wieder das gleiche Problem. Ich gehe zurück. Nee, zurück ist schlecht. Muss vor. Die Mitte muss frei sein. Ja, ich fokussiere doch wie ein Wilder. Vor, zurück, rechts, links. Mitte, oben, unten. Was wollt ihr denn noch? Soll ich es von unten angucken? Statt von oben? Nee. Sonst wäre ich ja nicht hier hochgelatscht. Och Mann. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Jetzt. Da sind wir aber wirklich pingelig. Ist wieder sowas, was man zusammensetzen kann. Bei der nächsten Tür. Da müsste ich eigentlich hier oben. Oder wo? Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ich fange mal hier hinten an. Komme ich hier rein? Hier ist ein Tor, was wahrscheinlich nicht aufgeht. Könnte sein, dass es hier noch sehr viel mehr Ecken gibt, die man erstmal öffnen muss, um dann das große Ganze zusammenzusetzen. Würde ich cool finden. Geht's da auch mal unter sowas durch, oder? Oh ja, cool. Könnte man Gegner mit abhängen. So, was ist hier? Hier ist so ein Tor, aber das ist... Ja, das ist eigentlich nichts, ne? Ja, okay. So, dann habe ich hier so Zeug hängen sehen. Genau, das ist, als wenn ich von da oben was machen müsste. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt hier raufkomme. Nee, hier geht überhaupt nichts hoch. Wie komme ich denn da hin? Oder andersrum. Fokussieren. Kann natürlich auch mal sein. Erstmal hole ich mir das ab. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Raben? Also so rum klappt das nicht. Ach, muss ich die Dinger auch noch fahren? Kann ich das fahren? Quatschen die alle durcheinander? Ach, sollen das Raben sein?
deswegen line up the Ravens. Hm. Weiß ja nicht, ich wollte erstmal noch hier gucken. Aber hier ist wahrscheinlich nicht. Oh. Nein, da geht's nicht rein. Da geht's doch rein, aber da ist halt nichts. Okay. Geht sie hier durch? Da ist auch nichts. Okay, dann habe ich dieses Gebiet durch, würde ich sagen. Jetzt probiere ich nochmal von ganz hinten zu gucken. Aber das ist schon sehr weit weg. Nee, ich muss weiter oben sein, oder? Oder es ist ein Trick, dass ich was anderes irgendwo finden muss. Okay, wie kommt man da hoch? Ist es da oben überhaupt? Hier geht es ja ein bisschen hoch. If you hear the song, Van Raven, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Es geht um Töne. Ein Akustikrätsel. Oh, da ging es doch vorher noch nicht lang. Uah. Was ist hier los? Werde ich langsam verrückt? Ach, so muss man das betrachten. Ah ja, das war doch ein Illusionstor. Fokus, Fokus. Ja, ich fokussiere hier. Achtung. Ah, hier. Irgendwie ist das nicht gerade beruhigend. Puh. Dich plätte ich auch noch, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Oh, jetzt habe ich die Schnauze ganz schön aufgerissen. Habe ich die Gelegenheit dazu schon? Soll ich jetzt irgendwie... Warte. So rum durch, genau. Ich wollte nochmal hier gucken. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Der Typ ist unheimlich. Zeigt auch schon in die Richtung. Wenn der mich mit Illusionen reinlegt beim Kampf, dann kriegt er aber so die Hucke vollgehauen. Bäume haben Augen. Och, muss denn sowas sein? Ich glaube, ich hätte oben lang gemusst, aber ich guck mal, wo ich gerade hier bin. Was hier noch gewesen wäre. Nichts. Das wird ja schon fast zum Horrorspiel, oder? Von hinten an. Wohl eher nicht. Da? Da lang? Da zeigt er hin? Aha. So, das war wahrscheinlich der Rückweg hinterher. Ich gehe natürlich durchs Tor. Und offensichtlich quetsche ich mich da durch.
Ich habe komplett die Orientierung verloren. Muss ich ja mal sagen. Ich mach schon mal auf für meine spätere Flucht. Ja, sicherlich noch was Fieses passieren. War das das erste Tor, was ich gefunden hatte? Was nicht aufging? Ich denke. Ich bin jetzt praktisch den ganzen linken Weg hoch. Ja, oder? Bin ich wieder hier? Mhm, gut. Hier kann man auch lang. Sollte man das? Also ich sehe da eine Leiter, ne? Die habe ich jetzt erstmal noch ausgelassen. Warum soll ich hier hochgehen? Nur so als Ablenkung? Ich denke, hier ist nichts. Oh oh, geht's jetzt schon in seine Arena? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hier ist das Tor. Da zeigt er auch hin. Und das Tor ändert aber nichts, oder? Warte. Mal so rumgucken. Aber. Achso, warte mal. Vielleicht gibt es hier einen Weg, wenn ich so durchgehe. Wenn ich so durchgehe, wie bin ich denn jetzt schon durchgegangen? Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Muss ich es fokussieren? Nein. Ach, hier ist ja vorne, also müsste man eigentlich so rum durchlaufen, oder? Oder laufe ich so rein und dann woanders wieder zurück? Weiß ich aber nicht, was sich verändert hat. Geht's irgendwann mal da weiter? Sieht auch nicht so aus. Hm. Oder was hat sich denn jetzt in die Richtung verändert? Haben wir da irgendwie was, wo ich raufkomme? Ich gehe nochmal durch. Hm. Das ist zu weit weg. Oder ändern die sich jedes Mal? Von hier kann man es ja schon fast machen. Ich muss da rauf. Wie komme ich denn da rauf? Ich gehe nochmal zurück. Aber jetzt hat sich nichts verändert, würde ich sagen. Oder ich habe es nicht gesehen. Was ist denn da oben? Wo kann ich denn da hin? Da war er. Ging es da noch weiter hoch? Nee. Hm. Hier ist alles Ruine. Wenn das irgendwann mal anders wäre bei einem anderen Tor. Oder bei einem Tor. Da ist wieder so ein Auge. Da war ein Auge. Nee, so weit... Verdreht kann das doch nicht sein. Das muss da oben stattfinden, oder? Mano, was hat denn das zu bedeuten? Kann ich was fokussieren? Hier irgendwas. Also mal, so oft kann ich doch durch dieses Tor nicht durchlaufen, bis da mal was passiert, oder? Soll ich einen Unterschied sehen?
Ja, fantastisch. Was heißt denn das jetzt? Halt mal, jetzt kommt man da hoch. Habe ich dieses Detail noch nicht gesehen bis eben? Oh. Okay, es ist kein Detail, gebe ich zu. Das ist eigentlich sehr deutlich. Die ganze Zeit wollte ich darauf achten und habe das nicht gesehen. Die Ruine ist vollständig. Jetzt müsste ich die Treppe da irgendwie hochkommen, genau. Wenn mich nichts anderes aufhält. Dann sind wir wieder ein bisschen pingelig mit dem... mit dem Symbol. Und irgendwann habe ich es dann. Ey, das ist doch wirklich nicht normal, wie präzise das hier sein muss. Hä? War es das? Nee. Ja, hallo? Hey, das kann doch nicht sein, Mann. Ich fühle mich echt ein bisschen verarscht. Ich kann doch jetzt hier nicht jeden Zentimeter ablaufen von dieser blöden Plattform. Nun mach doch mal. Raff ich da was nicht? Muss ich hier nochmal bestätigen? Da. Was heißt denn das? Ich glaube, ich muss immer warten, bis er mir das vorher zeigt und dann darf ich erst in Fokusmodus. Aber das ist doch voll dumm gemacht. Ich meine, wenn ich es schon habe, dann können sie mich doch auch lassen. Dann müssen sie doch nicht erst irgendwie den Tipp raushauen, sozusagen. Ja, finde ich etwas suboptimal. Aber egal, dieses Tor ist theoretisch offen. Ich muss es nur noch aufstoßen. Aber aufstoßen mache ich beim nächsten Mal. Bui. Prost. Also, bis dahin. Tschüss.